Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play This War of Mine. Wir sind in Tag 15 angekommen und das ist schon ganz ordentlich. Ich glaube, 17 war mein Maximum und wir wurden nicht mal ausgeraubt. Hervorragend und wir haben jede Menge Sachen mitgebracht. Also jetzt so langsam nimmt die ganze Sache Fahrt auf, finde ich. Deprimiert. Deprimiert, sehr müde. Traurig, traurig. Sehr müde, okay. Folgendes. Du redest mal mit ihm. Du guckst mal, ob du hier Gemüse herstellen kannst. Ach, da fehlte uns Wasser, die Geschichte. Dann machen wir schnell das Wasser fertig. Wir bräuchten vielleicht noch so eine zweite Filteranlage hier. Das wäre vielleicht noch ganz wichtig. Und auch noch vielleicht weitere Fallen. Natürlich müssten wir dann auch immer mehr Dünger finden. So, wir könnten hier zwei Mahlzeiten herstellen. Wir haben hier hungrig, hungrig und hungrig. Das ist okay. Das heißt, wir bräuchten heute nicht unbedingt was zu essen. So. Nein, jetzt habe ich das abgebrochen. Das wollte ich doch gar nicht. Ach, verdammt. So, du. Jetzt kann man nicht mehr mit ihm reden, oder? Mist. Okay, müde. Du bist sehr müde, dann ab ins Bett. Und du baust uns mal irgendwie ein Radio oder sowas. Mal gucken. Was haben wir denn noch Schönes? Oh, wir könnten unsere Tür noch weiter verstärken. Entweder Radio oder Tür. Tja. Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein Radio. Aber nicht da unten. Nicht da unten. Ich würde es irgendwo. Ist in der Küche noch Platz? Nein. Ach, wir stellen es hier unten hin. Ist so kalt, ist so kalt ist es gar nicht. So. Und gleich das erste Wasser fertig. Sollen wir denn noch einen zweiten Wasserauffangbehälter bauen? Ich würde sagen, fast ja. Okay, dann hören wir mal, was es so im Radio gibt. Die Temperaturen werden wärmer, okay. Klassische Musik. Haben wir irgendwas Besonderes? Tut uns leid, enttäuschende Neuigkeiten zu überbringen zu müssen, aber die versprochenen internationalen Intensivationen wurden auf unbestimmte Zeit verschoben. Okay. Ist noch leicht krank. So, Madame. Was können wir denn hier noch so machen? Destille. Hochprozentigen Alkohol herstellen. Ist jetzt nicht so das, was wir dringend bräuchten.
Weiteren Ofen brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Ja, die Tür, da fehlt uns was. Wir machen einen zweiten Regenwassersammler. Ach so, doch, der ist aber schon einmal durch. Okay. Ja, dann geht's ja sogar noch. Ja, hätte ich das eher gewusst. Ja, so können wir mal zwei laufen lassen. Ist schon wichtig, viel Wasser zu haben. Wir könnten ja vielleicht auch mal hier oben das Radio vielleicht hinstellen und daneben einen Sessel, sodass die sich einfach mal ein bisschen hinsetzen können. Ich glaube, das ist auch ganz gut. So, damit ist aber der Tag auch vorbei. Ulrich leicht krank, traurig. Du bleibst im Bett. Du bist immer noch müde. Du gehst aber plündern. Und du stehst Wache. So, wir haben neue Sachen. Lagerhaus. Eingebaut. Bessere Sachen. Die besseren Sachen sind schon lange weg. Wir können trotzdem noch wenig Nahrung. Aber Vorsicht, kleine Gruppen von Banditen. Ja, die kenne ich. Baustelle, Gefahr. Okay. Supermarkt haben wir 96% leer. Doppelhaus. Eine Hälfte ist eine Ruine, die anderen leben Leute. Wahrscheinlich können wir gefahrlos im verlassenen Teil nach Vorräten suchen. Vom bewohnten Teil sollten wir uns besser fernhalten, es sei denn, wir sind verzweifelt. Da gehen wir hin. Nehmen die drei Dietriche mit. Eine Waffe nehmen wir nicht mit. Wir hätten auch eine Waffe herstellen können und wir konnten noch den Schnee schmelzen. Ah. Müssen wir beim nächsten Mal dran denken. So, das ist das, die zerstörte Hälfte und da ist die bewohnte Hälfte, okay. Schauen wir mal. Laut seiner Aussage dürfte hier niemand sein. Gehen wir mal hier runter erst. Kaffee ist ganz gut. Komme ich nicht durch. Du kleine Ratte, du. Ist auch nicht so groß. Ah, wir könnten uns... Ich habe etwas, was ich da vor allem will, handeln. Oh, hier ist eine Küche. Da gibt es wahrscheinlich wieder was zu essen. Jo. Zwar nur Fertiggerichte, aber immerhin. Holz. Das ist sehr gut. Waffenteile auch, das ist auch wichtig. Holz können wir mal zwei ruhig wegtun. Dafür nehmen wir hier den Tabak mal mit. Den nehmen wir nochmal hier runter. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da hört man die Einschläge in der Nähe. Kein Platz mehr. Ja, da haben wir auch genug von. Das haben wir sonst noch hier. Da können wir noch zwei von mitnehmen. Da könnten wir uns durchbuddeln, um von unten in das Haus zu kommen. Aber dafür würde ich gerne erstmal eine Schaufel mitnehmen. Und wenn wir überhaupt darüber müssen. Also müssten wir wahrscheinlich auch wieder klauen. Und der ist schon deprimiert hier, unser Kollege. Deswegen lassen wir das mal. Da unten ist der Händler.
Sieht auch schon bis jetzt ganz gut aus hier. Hier gibt es gleich wieder Informationen. Okay, können wir das jetzt nicht mitnehmen. Wie sieht es hier aus? An der Wand stehen stehen unbeholfene Buchstaben. Hanna, Thomas und ich sind bei Onkel Radu eingezogen. Wir haben Mama im Garten begraben. Papa, pass auf dich auf, Petra. Okay. Mama im Garten begraben. Nicht gut. So, wie sieht die Zeit aus? Hälfte erst, alles gut. Noch mehr Waffenteile. Also es lohnt sich auf jeden Fall nochmal hier hinzugehen, so ist es nicht. Im Moment haben wir aber eigentlich schon fast genug hier geholt. Ja, okay. Wir können gehen. Kann er nicht. Ist das der Garten? Nein. Der Garten ist wahrscheinlich dazwischen den Häusern. Aber wenn die die begraben haben, dann wird ja wohl kaum was noch da zu looten sein. So, Tag 16. Ich will nicht sagen, aber es läuft echt großartig. So, irgendwas Schlimmes passiert? Nichts. Wunderbar. So, du geh Filter bauen. Aber wir können die Tür machen. Damit wären wir sicher. Wir bauen aber erstmal vier Filter. So, du bist sehr müde. Du bist hungrig, traurig. Ist jemand sehr hungrig? Nein. Das heißt, du machst erstmal ein Gespräch mit ihm. Kein Fleisch gefangen. Krass. Fleisch gefangen vor allem. Nagetiere, kleine Nagetiere. So. Dann, oh, jetzt haben wir davon wieder wenig, okay. Können wir also nicht verstärken. Ist aber ehrlich gesagt jetzt auch gerade nicht das Schlimmste. Gucken wir mal, wie es aussieht mit Gemüse. Jawohl. Ach, da kriegen wir direkt vier Stück raus. Das ist cool. Dann machen wir da mal sofort. Irgendwer noch krank? Nö. Aber er ist sehr müde, das heißt, der muss auf jeden Fall jetzt gleich schlafen. Sollte aber gleich von deprimiert auf... zumindest auf traurig wechseln. Ein Händler. Ah, und ich will gleich die Waffe herstellen. So, mal gucken. Was hat er denn Feines? Irgendwas Wichtiges, was wir hier brauchen könnten. Ehrlich gesagt... Doch, hier. Ach ja, genau. Wie viel waren das denn jetzt? Gib mir mal so
So. Das müsste eigentlich reichen. Und dafür können wir dir anbieten. Nicht viel, sehe ich gerade. Zucker, wie immer. Ja, ich bin auch nicht fertig. Ich weiß, dass das ein Scherz sein muss. Das reicht noch nicht. Nee. Dann tut mir leid. Auf Wiedersehen. Waffen-Dings hier upgraden. Was brauchen wir denn da? Ein Mixer. Was könnten wir denn da machen? Beschädigte Schusswaffen, Westen, Helme reparieren, leere Patrouillenhüllen wieder verwenden, neu befüllen. Auch nicht schlecht. Ein Mixer herstellen. Ja. So. Du. Ab ins Bett. Du bist auch nur noch traurig, das ist okay. Also, das ist das okay. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal eine Waffe herstellen. Richtige Waffe für geringe Entfernung. Herstellen. Du stellst ein Gewehr her. Er setzt sich hin und qualmt eine. Ja. Okay, das ist okay. Mein Magen knurrt. Ja, ist okay. Der soll ruhig noch kurz knurren. So, und dann würde ich sagen, guck mal, haben wir noch genau richtig. Oder sollen wir nochmal so ein Beil herstellen? Eine Säge. Ein Sägeblatt wäre auch gut, ne? Obwohl, das können wir erst mal. Nein, das wäre. Wir machen eine Pistole. Dann haben wir hier Verteidigung und können ein Messer mitnehmen, wenn wir rausgehen. Jetzt fertig brauchen. Sieht so aus. Dann geht sie auf jeden Fall gleich noch schlafen. Macht vorher das Radio mit klassischer Musik an. Oder wir lassen die Musik. Okay, wir können den Tag beenden. Dann noch, jetzt machen wir noch die Nacht. Überziehen wir natürlich wieder ein bisschen. Wenn du wieder kommst, gehst du sofort schlafen beim nächsten Mal. So, hungrig, traurig, müde, du schläfst und du stehst wache. So, Doppelhaus. Ja, da haben wir schon jemanden rausgeholt. Modell haben wir auch noch hier. Gefahrmöglicher Handel. Wenn eine Dose Fleisch flach gelegen werden möchte, möchten sind sie hier recht fündig. Kirche. Gehen wir uns mal da umgucken. Oder sollen wir mal so ein Gewehr mitnehmen? Nein. Und hier geht einfach so. So, die Zeit läuft uns davon, aber ist okay. Wir machen es halt immer so. Zwei Folgen, fertig. Ja, so schon ganz nett. Okay, hier war ich glaube ich auch erst zweimal. Hier ist auch nichts Besonderes gewesen irgendwie. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern.
was hier ist. Das sieht mir nicht nach. Wir nehmen uns erstmal nur die besonderen Sachen mit. Und auf dem Rückweg sammeln wir uns noch mit restlichem Kram voll. Also, das wäre das. Und das. Und das. So, irgendwo war was mit bewaffneten Männern. Das müssen wir dann nochmal gucken. Sakristeigebäude, das ist dann vielleicht das hier, ne? Gehe ich von aus. Da wüsste ich sowieso nicht, wie ich da hinkommen soll. Da unten vielleicht irgendwo durch. Gut, das wollen wir jetzt eh nicht machen. Ach, hier brauchen wir eine Säge. Ach, so ein Mist. Na gut. Säge und eine Schaufel wäre gut. Und da auch. Ich bin das. Der mag mich nicht. Oh Gott. Schnell weg, schnell weg. Oh Gott. Lauf, 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 lauf. Okay. Ich dachte, hier wäre vielleicht ein Pfarrer oder sowas. Aber nein. Hui. Das war eine kurze Aktion. Und damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.